Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Diesmal wird es sein Missing Hiker. Und in dem Game geht es um einen vermissten Hiker. Also ich glaube Wanderer oder so. Mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist alles, was ich über das Spiel mir angelesen habe. Weil wie gesagt, ich versuche mich ja in diese Games immer so wenig wie möglich reinzulesen, damit ich dann im Endeffekt besser geschockt werden kann über das, was dann da abgeht. Wir gehen mal auf Play und schauen uns das Ganze mal an. 1994, Dezember, der 11. Dezember. My brother Ethan is missing for around 24 hours. He went on a hiking trip near the Red Mountain. He should have come home yesterday. I went to the local police. They said they don't have the resources for a search right now. So I decided to take matters into my own hands. Oh. Kein Auto fahren. Von aus, ich muss nach vorne drücken, oder? Ja. Wenn ich nach hinten drücke, dann bleibt das Auto stehen. Und wenn ich auf W drücke, dann fährt das Auto. Und dann kann ich nach rechts und nach links. Und kann mich natürlich auch umschauen. Nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie in den Gegenverkehr reinrase. Den nicht vorhandenen. Es hat schon wieder diese Optik von alten Videokassetten. Es scheint ja irgendwie ziemlich trendy zu sein, was diese Horror-Games angeht. Sorgt natürlich auch für die richtige Atmosphäre und hat so ein bisschen auch diesen Vibe, dass die Videokassetten da wieder mit aufgegriffen werden, diese alte Atmosphäre. Ja, gut. Kann man irgendwie die Musik ausmachen oder läuft die einfach so weiter vor sich hin? Ich glaube, die können wir nicht ausmachen. Ich hoffe, ich kann nicht gegen den Baum fahren, das Spiel ist vorbei. Das wäre irgendwie ein ziemlich kurzes Projekt. Ah, was ist das denn? Eine Tankstelle, oder? Ja, anscheinend. Oh, da ist ein Auto. War ich so abgelenkt von dem Mond, dass ich gar nicht auf die Straße geschaut habe. So leicht kann man sich ablenken lassen. I should have parked at this gas station to ask if they saw my brother. Kann ich ihn hier parken? Der hier vorne, oder? Mich hier hinstellen? Kann ich hier? Press E to exit the car. F for Flashlight. Oh, jetzt wirklich an der Tankstelle Flashlight? Nee, glaub nicht. So. Hi. Press E to talk. What do you want? I'm searching for my brother. He went missing while hiking in this area. Sorry to offend you, pal, but that's not my problem. Also, you shouldn't just randomly approach people like this. Especially in this area. What do you mean? Hey, look man, I work pretty late. I just want to grab some snacks and beers and drive home. I'm not in the mood to talk with people I don't know. I understand, sorry for bothering you. Gut, der möchte sich gar nicht damit befassen. Das heißt, der hat sich da schon ausgeklinkt, bevor wir überhaupt die Fragen stellen konnten. Press E. What can I do for you, sir? I'm searching for my brother. He was hiking around this area. He should have come home yesterday. Have you seen him? How does your brother look like? Ja, Foto wäre vielleicht eine Idee. He has brown hair and is pretty tall. He also has a green backpack. Let me think for a second. Yes, I think I saw your brother. He came in here and bought a few things, some water and a few snacks. You're trying to find him. Have you told the police already? Yes, I did in fact, but they said they don't have the resources for a search right now. They said they only start a search if a person is missing for more than 48 hours. It isn't the first time someone went missing in this area. At least a handful of people went missing there in the last decade. People talk a lot. I've heard rumors that there are strange screams and weird noises coming from the woods. So you should be careful, especially going there at this time of night. There's a road right behind the gas station leading to the mountain. Make sure to stay on it. There could be dangerous wildlife in that area. Thanks. I'll make sure to stay safe. Take care. Okay, also er hat nach seinem Bruder gefragt, der hat gemeint, er hat ihn gesehen, der hat hier Wasser und ein paar Snacks gekauft und hat sich dann wieder verschüsst
Und der Protagonist, den wir jetzt hier gerade steuern, der hat jetzt gemeint, er hatte einen grünen Rucksack dabei und der hätte eigentlich schon längst zu Hause sein sollen. Aber er ist schon einen Tag jetzt überfällig. Und das Problem dabei ist aber, dass die Polizei sagt, hey, wenn der nicht länger als 48 Stunden vermisst wird, wird nach ihm nicht gesucht. Das heißt, er macht jetzt aber hier selber sich auf die Suche und begibt sich trotz Warnung anscheinend jetzt in die Wälder. Die haben gesagt, hinter der Tankstelle ist jetzt ein Weg. Scheint jetzt der hier zu sein. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich glaube, mit dem Auto können wir das jetzt nicht machen, oder? Oder hätten wir hier lang fahren können? Jetzt sind wir auch schon ein bisschen weit weg. Das heißt, ich pfeife mal drauf und lauf einfach weiter. Tja, das heißt, wir versuchen jetzt den Bruder von ihm zu finden. Bin ja mal gespannt, was mit dem passiert ist. Schneit, ist auch ein bisschen kalt. Habe keinen Körper, das ist auch wieder toll. Da leuchtet was. Ist das ein Zelt? My brother's tent looks entirely different. I should still take a closer look. Kann man hier reingucken? Ah. Alter. Whoa, whoa, what the fuck are you? You scared the shit out of me. I scared you? I almost had a heart attack. Myself. What do you want? I hope you're not some kind of pervert or creep. I'm not. I'm searching for my brother. He was hiking in this area. Have you seen him? Nope, I haven't seen him. Wait, you don't even know who how he looks like? Look, man, I'm just some guy that likes to hike inner woods and sleep in a tent in freezing conditions. I haven't seen anyone in days. I understand. You're planning to go deeper into the forest? Yes, I'll search around the area. I hope I can find my brother or at least traces of him. Look, you probably think I'm a stoner or something. But last night I had my tent a bit up north and I heard weird noises coming from the woods. It sounded like a child was crying, but I didn't see anything. It creeped me out. Maybe it was a cryptid. A what? Look, man, do you carry? What do you mean? I'm talking about a piece, you know, something for protection. You mean a gun? No, I don't. Then you shouldn't be here in the first place. It's way too dangerous to go deeper into the forest at night. But I'm not going to stop you. I just want to sleep now. Also, one last thing. Don't creep up a tent in the woods at night ever again. I almost would have shot you. Well, I guess I'm glad you didn't. Me too. Good luck with the search. Boah, ist der da voll aus dem Zelt rausgesprungen und hat hier erstmal einen Jumpscare dadurch verursacht. Ja, gut, also er hat den Bruder auch nicht gesehen. Er meinte, er ist schon seit Tagen draußen hier im Wald und hat, wie gesagt, niemanden gesehen. Und er würde auch dem Protagonisten, den wir gerade steuern, ans Herz legen, vielleicht sich eine Waffe mitzunehmen, weil hier draußen ohne Waffe soll keine gute Idee sein. Aber ja, wie das ja in den meisten Horror-Games ist, sind die Leute da nicht wirklich davon zu überzeugen, irgendwie logisch zu denken, sondern sie machen einfach irgendwelchen Blödsinn, wie zum Beispiel mit einer Taschenlampe einfach in die Berge rennen. Ist auch echt die Frage, hat er Verpflegung bei? Oder wie genau schaut das hier aus? Ich meine, jetzt rennt er gerade wahllos irgendwie hier rum. Ich bleib natürlich auf dem Weg, ne? Also ich werde mich sicherlich nicht. Obwohl, ich könnte eigentlich nicht, kann ich nicht. Ich will auf dem Weg bleiben. Ich habe Lust, mich zu verlaufen. Außerdem haben die mich hier vor Wildlife, also vor irgendwelchen Tieren im Wald gewarnt. Wie ist es mich denn hier noch ein Bär oder so anfällt? Ich meine, da ist jetzt ein Hügel. Vielleicht ist hinter dem Hügel irgendwas. Nee, auch nicht. Mein Gott.
passiert auch gerade echt gar nichts, oder? It's getting cold. I should set my tent on the left side of the road. Ja, oder was? Press E to place tent. My fingers are pretty numb. It's hard to build a tent. Press E to enter the tent. It's cold, but I'm falling asleep slowly. Okay. I think I heard someone scream, but not sure if that's real or imagined. Also er hat jetzt jemand schreien hören und weiß nicht, ob er sich das eingebildet hat. I need to check. It could be my brother screaming for help. Ja klar, alles könnte dein Bruder sein. There's a light deep in the woods. I need to see if that's my brother. Ist da irgendeine Hütte einfach jetzt im Walde? Was soll das sein? Eine Cabin in the Woods vielleicht? Aber dann hätten wir ganz andere Probleme als einen vermissten Bruder. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Idee ist, was der hier macht. Ich meine, der Bruder, wenn er verschwunden ist, ist ja nicht umsonst verschwunden. Der wird sicherlich irgendwie von irgendwas oder irgendwem gecatcht worden sein und ja, kam aus der Sache nicht mehr lebend raus. Oder vielleicht ist unter dieser Hütte irgendein komisches Labor oder so. Einige Möglichkeiten. Hey, nicht jetzt hier schlapp machen. So, was ist das? That's my brother's backpack. He must have been here. Weird, the backpack is completely empty. Nothing in here. Das heißt, sein Backpack liegt noch da rum, sein Rucksack, aber ist komplett leer, oder was? Das heißt, ist der jetzt in der Hütte, oder wie? Ey, das ist so eine blöde Idee, was der hier macht. Verstärkung, irgendwas. Gott. Bitte war es irgend so ein Hillbilly oder so. What the hell, someone made a picture of my tent and my car. Ja, das ist ja ganz toll, die Tür zu machen. Oh, Backe. Ja, okay, das ist hier irgendwie so einer, der irgendwelche Leute abfängt und die kaputt haut oder was? Ganz toll, ey. Was macht der hier eigentlich? Digga, Quatsch. Your body was never found. Oh. Das war Missing Hiker. Wow, das hat mich jetzt zum Ende ziemlich weggeräumt. Ja, war auf jeden Fall ein kurzes, kleines Horrorhäppchen. Und er hat seinen Bruder jetzt nicht gefunden, weil der wurde wahrscheinlich schon vorher von dem Typen da klar gemacht. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall uns in eine Situation begeben, aus der wir nicht mehr rausgekommen sind. Ja, ich danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Dwarven Pen, wenn ihr mögt. Und ja, bis dahin. Bye, bye.